Danke, Daniel. Ich freue mich, dass Sie zuschauen und verspreche Ihnen, Sie werden sich nicht langweilen. Wir haben eine sehr interessante Runde heute. Ich blicke in intelligente, gespannte Gesichter und ich glaube, dass heute die eine oder andere Frage vielleicht sogar fällig gewusst wird. Ich werde es zu verhindern wissen. Sie wissen, ich bin immer auf Ihrer Seite, ist doch klar. Und was haltet ihr davon, wenn ich einfach anfange? Du mach was ganz Verrücktes. Ich mach mal was ganz Verrücktes. Ich fang rein. Ich fang einfach mal an. Lass dich gehen. Fang einfach mal an. Wir gehen nach Moormeerland. Warum? Das weiß ich auch nicht. Das liegt in Niedersachsen. Dort wohnt Holger Frese, den ich jetzt recht herzlich zu Hause an den Empfängern begrüße. Und Holger Frese möchte wissen, was ist ein nackter Römer? So, jetzt gibt es ja Römer, Gläser, ja. Die ich teilweise auch dank Renate Kemper sammle. Sowohl als Sektkelche, wie auch als Weingläser, wie auch als kleine Schnapsgläschen. Die nennen sich Römer. Mhm. Und ein nackter Römer wird das ursprüngliche Teil, Glasteil sein, bevor es dann so spektakulär noch geschliffen wird und diesen Glamour dann noch entwickelt. Wird das nicht sogar farbig? Ja, das ist grün, rot, blau, gelb, ist ein Traum. Also nackter Römer ist praktisch so das nackte Glas an sich. Also bevor es zu einem Römer wird, der erste Kelch. Das ist eine sehr schöne falsche Erklärung, Frau. Ich hätte eine bessere Erklärung möglicherweise, die auch hundertprozentig richtig ist. Ja. Ein Römer ist einer, der in Rom lebt und wenn der nackt ist, ist das ein nackter Römer. Wir jetzt zur nächsten Frage übergehen. Das klingt einleuchtend. Es wäre saukomisch, wenn es das jetzt wäre. Ich gehe noch mal gut gelaunt in ein Römerbad. Es gibt doch ein Römerbad, oder? Es gibt doch so richtige Badekultur. Es gibt türkisches Bad und gibt es nicht auch ein Römerbad? Ja, es gibt in Köln ein Römerbad. Das ist aber eine schwule Sauna, Heller. Ich glaube, das ist was anderes. Da gibt es aber viele nackte Römer. Eben, genau. Es sind ganz viele nackte Römer. Also, die kommen noch nicht mal aus Rom. Bad etabliert geben würde, hätte ich gesagt, es ist ein Bad ohne Wasser drin, bevor es Wasser eingelassen wird. Oh, ach so, ja. Ist der Römer nicht auch ein Topf? Gibt es nicht auch den Römer? Den Römertopf, köstlich. Ein Schmortopf. Ja, vielleicht ist der ein nackter Römer ein Römer ohne Topf. Noch nicht entjungferter Kochtopf. Es hat noch nie etwas drin gebrutzelt, noch nie ein Stück Fettblasen geworfen. Du sprichst so ein bisschen aus Erfahrung, Bernhard. Wegen dem Blasenwerfen, oder? Nein, ich bin beim Spritzgebäck, Herr Balder. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Es gibt auch den Amerikaner in der Bäckerei, wo man immer früher dachte, wer kommt da durch die Tür? Ich hätte gerne einen Amerikaner. Ja. Vielleicht ist ja ein nackter Römer ein Spritzgebäck in Südschwaben. Warum? Ja, weil die so perverse Sachen haben. Ach so. Die haben es ja mal nackt. Also irgendwie so, ich kann das nicht, aber so in der Art. Ein Spritzgebäck. Also wir sind jetzt praktisch bei in der Lebensmittel. Definitiv Lebensmittel. Definitiv nicht. Gut. Ich bin beim Handwerk. Der nackte Römer. Der Römer ist vielleicht ein bestimmter Schraubenschlüssel. Ah, Herr Nur weiß es. Das hat was mit dem Hausbau zu tun. Ist das nicht irgendwie so mit Dachbalken und so? Und so ein bestimmter. Nicht Dachbalken. Aber ein bestimmter Balkenhausbau. Ist das einer, der nicht verziert ist? Gar nicht Hausbau. Wieder vorlaut, die Frau von. Ja, wieder vorlaut. Meine armen Kollegen sich in der Richtung weiter abkaspern. Sagen Sie doch direkt nein. Hat noch ein bisschen echauffiert, noch ein bisschen. Ich muss dazu sagen. Ich muss dazu sagen, dass ich die letzten Sendungen immer weiter links gesessen habe. Hat sich dein Gehör wieder erholt im Laufe der Zeit? Ich muss leiser sprechen. Okay, hat es denn was mit Hausbau zu tun, Herr Balder? Nein. Wie wäre es mit Katzenzucht? Nicht. Auch nicht Katzenzucht. Ich möchte nochmal zurück zu den Werkzeugen ist kommen. Doch gar nicht genau. Ein bestimmtes Werkzeug. Vielleicht ist es ein Sechskantschlüssel, auf den eine 32er Nuss hinaufgeschraubt wurde. Es lachen nur die Frauen, weil die Männer wissen, dass das geil ist, wenn man einen Ratschenkasten mit einer 32er Nuss zu Hause hat. Oder? Ist es denn doch aus der Welt Erotik, Herr Balder? Ist es so, wenn man in ein Geschäft für Erotikvideos zum Beispiel geht? Ist es so eine Ecke, wo drüber steht nackte Römer? Also Mittelalterfilme in spezieller, anders, also mit ganz billiger Kostümausstattung. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Oh, gerne. Ja, gerne. Geht mal in eine ganz andere Richtung. Römer. Die Römer waren bekannt für ihren Straßenbau. Oder hat's mal eine andere Idee? Alle Wege führen nach Rom. Schiffsbau. Ich glaube, Dirk weiß es. Nee, also ich war immer noch, so in der Technik. Ich denke immer noch an irgendwelche Schrauben, wo noch was nicht draufgeschraubt ist. Oder was ist denn wo nicht draufgeschraubt? Eine Mutter. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt trauen kann.
Das ist wohl nicht draufgeschraubt. Das hört sich so verdächtig an, das ist wirklich dummes Zeug. Nein, aber ich meine, ich möchte ja dann auch mal hören. So. Das ist das Dumme wieder, dass ich nichts weiß außer Schrauben. Aber es gibt bestimmt noch viel, viel mehr. Es gibt viel mehr. Ist der nackte Römer eine Weinsorte? Es gibt doch auch diesen nackten sowieso Arsch. Ist es eine Weinsorte? Im Prinzip eher nicht. Aber hat es was mit Getränken zu tun? Im Prinzip eher nicht. Es hat etwas mit Obst zu tun. Wir sind in der Botanik. Falsch. Wir dürfen uns was wünschen, wenn wir gleichzeitig was sagen. Ja, ich wünsche mir, nicht die richtige Antwort. Ja, ich glaube, es wird auch nichts mehr. Ihr seid also ganz... Ich bin beim Straßenbau. Die Römer essen sind gar nichts und trinken gar nichts? Überhaupt nicht. Die Römer sind doch bekannt für ihren... eine richtige Antwort schon mal vorgelegt habe, haben wir ziemlich lange an der Frage rumgekaspert. Natürlich. Dann ist das eine von diesen Nacktschnecken. Die heißt Römerschnecke und die hat kein Haus und deswegen ist die ein nackter Römer. Dann wird sie aber eine nackte Römerschnecke heißen. Okay. Ah, ja. Römer, Schildkröte... Vielleicht ist es doch ein Tier. Die sind ja bekannt für ihren Schildkrötenwaffengang gewesen mit diesem Krrr drumherum. Kennen wir alle aus Asterix, diesem wissenschaftlichen Journal. Und vielleicht ist der nackte Römer, ist das so ein Römer, der in den Kampf zieht und kurz bevor der Germane sein Schwert zückt, merkt der Römer, ui, ich bin ja noch in Saunaklamotten. Was sagt der ui? Ja, der, vielleicht, ja, der ist ja Römer, der sagt vielleicht eher ui. Also, und wirft falsch. Dann alles ab? Falsch. Also ihr könnt noch ein bisschen, wenn ihr wollt. Ja, also, nee, mach mal hin. Ich hab wie ist das denn mit Straßenbau? Ich meine, vielleicht ist die Römer waren ja bekannt für ihren Straßenbau. Ja, der ein da Thema hat er ja noch gar nicht. Wasser, Jagen, Wasser, Flugzeuge, Angeln, Kaninchen. Jagd. Kaninchen. Der nackte, was ist denn noch ein Römer? Wasserleitung. Kleine Wasserleitung gebaut. Eine Abkürzung. Wie ein Viadukt, ein Aquädukt. Ein Krawattenknoten. Also, eine Wasserleitung, die nicht überdacht ist. Ich bin bei der Kleidung. Ein Krawattenknoten. Man bindet sich einen nackten Römer. Das ist ein alter Krawattenknoten aus Rom. Wie sieht der aus? Der sieht aus wie eine Harfe von Nero, aber dann mit einem anderen Ende. Und damit so ein Lorbeerkranz drum. Sehr schwierig zu binden. Kann er es vormachen? Will er es vormachen, ist die Frage. Kleidung? Aber nein. Knoten war nicht schlecht, oder? Bitte? Knoten war schon nicht schlecht, oder? Knoten? Momentchen. Ach, wenn er schon so. Also, wenn er schon Seefahrt war auch falsch, Herr Balder. Seefahrt war im Prinzip falsch. Hey, er hat die Lösung vorgeschlagen. Flugzeug. Flugzeug würde ich so nicht sagen. Fesselballon, Zeppelin. Okay. Also, bezieht es sich auf ein fliegendes Objekt? Würde ich so nicht sagen. Weil es gar nichts mit Fliegen zu tun hat. Richtig. Es ist eine Figur beim Eiskunstlauf. Der nackte Römer. Hier. Ja. 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 Das kommt beim Fußball, wenn Inter Mailand spielt und beim Sturz und Foul eines Spielers wird dem gerade noch so an der Hose gezogen, so. Und der nackte Römer ist nicht der Spieler, sondern die Figur, Das ist, wenn man dann aufs Gesicht fällt und dabei noch schnell die Arme nach vorne vor dem. Vor den Rasen flügt. Ja. Und in der Mitte so eine Furche bleibt, nachdem er 7 Meter geschlittert ist. Ist das eine Pinienart? Ist das eine Baumart, die ihre Nadeln verloren hat? Es hat weder was mit Bäumen zu tun, sondern mit noch irgendetwas, was hier bis also jetzt ein Thema, was wir überhaupt noch nicht hatten. Überhaupt. Autos? Briefmarken. Justiz. Briefmarken, Justiz, beides falsch. Steuergesetz. Oh, wie falsch. Kann ich meinen nackten Römer absetzen? Thomas A. Berlin. Fiat Cabrio. Nein, ich sag's euch mal, ihr seid ganz okay. Also, wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal einen Römer gesehen. Und zwar, so nennt der Florist einen Trauerkranz aus Lorbeerblättern. Römer, weil die Steinmetze im alten Rom Kranzreliefs dieser Art an viele Gebäude meißelten. Und so ein Römer aus Lorbeerblättern hat ein Innenleben aus Stroh oder heute beziehungsweise Kunststoff. Daran wird der Lorbeer dann befestigt. Und diesen Stroh beziehungsweise Plastikkranz bezeichnet der Florist als nackten Römer, weil eben noch kein Lorbeer außen. Das ist ja das macht Sinn. Holger Frese, 500 Euro. Kommt zu Tino Jaap. Tino Jaap wohnt in Ense, das liegt in Nordrhein-Westfalen. Hat eine sehr schöne Frage, kleine Frage von mir an euch vorher. War schon mal von euch jemand auf Kreta? Ja. Von euch? Ja. Ja. Ich glaube, dann gibt es vielleicht die Chance, dass die Frage beantwortet wird. Tino möchte wissen, warum sind die Laternengläser einer Promenade auf Kreta auf einer Seite mit grüner Farbe angestrichen?
Kleine Info, die Laternen stehen am Strand von Rethymnon. Warum sind die Laternengläser einer Promenade auf Kreta auf einer Seite mit grüner Farbe angestrichen? Natürlich auf der Seite, die zum Meer hingeht. Weil richtig, wenn sie nicht grün wären, dann würden all die Schiffe dahin fahren. Und die hätten eine wunderbare kleine Schiffsausstellung auf dieser Promenade, weil die alle da drauf laufen. Na gut, das gibt es ja an anderen Stränden auch, dass da normale Aber das hat Laternen nicht diese unfassbare Strömung wie an dieser Promenade von Tibaton oder Rethymnon. Rethymnon, glaube ich. Also, wenn ich Kreta höre und wenn ich Lampen höre, denke ich sofort an Mücken und Insekten, die sich um so eine Lampe herum verirren. Vielleicht gibt es besondere Meeresmücken, die von Meeresseite aus kommen und sich dann... Die Promenade ist ja jenseits des Strandes. Also es kommt erst die Promenade, dann kommen die Lampen, dann kommt der Strand, dann kommt das Meer, dann kommt Europa, dann kommt der Nordpol. Gehen wir wieder zurück zur Promenade. Ja. Und wenn jetzt, wenn manchmal, jetzt die Mücken... Manchmal sehe ich dir einfach beim Denken so gern. Und wenn jetzt die Mücken auf der hellen Seite fliegen, ist die Strandseite mückenfrei, weil da sind grüne Gläser. Falsch. Oh. Hat es einfach was mit ästhetischen Gründen zu tun, dass die Seite zum Meer hin schneller verwittert und grünlich wird durch Sand und Salz und Wasser und dass es einfach direkt schon grün machen? Nee, an sich nicht. Dekorative Gründe, dass man einfach sagt, es ist schön, wenn alles grün ist. Nein, machen es hat auch keine dekorativen Gründe, es hat rein praktisch. Bei uns hat es was mit Fotografiererei zu tun, dass die Paare sich da gern fotografieren lassen, dass es mit den Blitzlichtern, dass es schummeriger ist, dass sie besser aussehen. Aber mit grünem Licht? Na, das sieht man ja fies aus. Oder so. Sieht man nicht. Ah, vielleicht ist auf der anderen Kreta, vielleicht ist da auf der anderen Seite eine alte Burg, eine Ruine, die besonders schön leuchtet, wenn sie in einem leicht grünlichen Licht schimmert, wie der erste Dann Strahl. Dann würde die Ruine aber im Meer stehen. Ist ja nicht mein Problem, sondern das Problem der Ruine. Ist das ein alter Neptun-Aberglaube? Hat es etwas mit dem Meeresgott, dem Griechischen, zu tun, dass man ihn beschwichtigen oder erheitern oder ermuntern will? Nein. Hat das mit der Türkei zu tun? Ist nicht Kreta? Ist das, was ist denn gegenüber von Kreta? Wasser, ist das schon ganz Türkei? Viel Wasser. Das ist Türkei. Ja, aber auf der anderen Seite. Da ist Ägypten. Das ist Zypern. Wir wissen ja jetzt gar nicht, wo das Grün ist. Ist das Grüne zum Meer oder zum Meer? Das Meeresleuchten. Wer? Das Meeresleuchten. Ja. Das ist ein Schauspieler aus Griechenland für Sie, Herr Walder, für den. Das Meeresleuchten, das leuchtet ja grün. Vielleicht wird die Farbe des Meeresleuchtens noch verstärkt durch die grüne Farbe dieser Lampen. Warum? Weil das dieselbe Lichtfrequenz hat. Ungefähr 20.000 Hertz. So rundherum. So ungefähr. Ich habe keine, ich hab keine Ahnung, aber eher noch weniger. Das ist das. Das weiß ich. Also, das ist nicht wahr. Es gibt einen minoischen Platz in Rethymnon, einen Palast. Ja. Und dieser Palast wird beleuchtet. Und auf der anderen Seite, da gibt es so Delfinbildchen, glaube ich. Und es hängt mit den Delfinen zusammen. Man will die Delfine nicht verschrecken vor der Küste. Mit der ekelhaften grünen Beleuchtung. Delfine haben unheimlich schlechten Beleuchtungsgeschmack. Ganz schlecht. Wie wäre es denn aber mit Wassertieren im Allgemeinen? Also Tiere, die im Wasser leben, werden normalerweise von hellem Licht angezogen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ist es so? Und bei grünem Licht nicht. Wie zum Beispiel die Robben. Gibt es Robben im Mittelmeer? Nein. Einfach ein x-beliebiges kretisches Sägetier, was berühmt ist, weil es so vor dieser Promenade immer seine Eier ablegt oder so. Genau. Und die kann es nur Schildkröten. Genau. Und das geht nur bei dem grünen Licht. Komm, da machen wir doch mal weiter. Schildkröten. Wenn, da legen nämlich Schildkröten ihre Eier ab und das machen die nicht, wenn er beleuchtet ist. Wenn Schildkröten schlüpfen, orientieren sie sich nach der Geburt am Sternenhimmel. Wenn der aber hell beleuchtet ist, dann legen die ihre Eier dann an jeder blöden Laterne in Mitteleuropa ab. Dann laufen Meer, sondern laufen Richtung Strand. Landesinnere. Ja. Richtig, also. Ja. Also an diesem Strand vergräbt eine sehr seltene Meeresschildkrötenart ihre Eier und wenn die Jungen geschlüpft sind, warten sie bis zum Einbruch der Dunkelheit, bevor sie sich auf den Weg zum Wasser machen.
Und dabei orientieren sie sich an den Spiegelungen, wie Herr Hohecker schon sagte, der Sterne und des Mondes auf der Wasseroberfläche. Und damit die jungen Schildkröten nicht von anderen Lichtquellen irritiert werden und in die falsche Richtung rennen, ist das Glas der Strandlaternen zur Meeresseite hin mit dunkelgrüner Farbe gestrichen. Dadurch bleibt es zur Meeresseite hin dunkel. Und die kleinen Schildkröten finden so ungestört den schnellsten Weg ins Wasser. Die Griechen sind richtig lieb. Richtige Antwort. Tino, es tut mir leid. Das muss ich einfach so gelten lassen. Michaela Herlitz wohnt in Krefeld, ist heute Abend bei uns. Michaela, da sind Sie, dort hinten. Michaela, eine wunderschöne Frage, es geht um 500 Euro, ich gönne sie Ihnen. Michaela möchte wissen, was ist eine sogenannte Werkzeugstörung? Also wenn es um meine Störung gibt, die ich habe, sobald ich ein Werkzeug sehe oder anfasse, dann wäre das dieses, aber... Werkzeugstörung ist vielleicht alles für den Fachmann, der mit Werkzeugen zu tun hat, wenn es nicht richtig geölt ist, geschmiert ist, wenn es nicht richtig funktioniert. Nee. Slangbegriff für Impotenz, Herr Balder. Slangbegriff. An den Tresen dieser Welt sagt man, Mensch, ich hatte gestern eine Werkzeugstörung. Dann weiß der Kumpel, wenn man das nicht so direkt ausdrücken will, dann weiß der Kumpel, wo das Problem war. Also wenn man sagt, ich hatte gestern eine Werkzeugstörung, handelt es sich ja um eine vorübergehende Impotenz. Ja, das hofft man. Ja, das hofft man. Ja, wäre schön, ja. Dann sagt der Gegenteil, akkurat, nein. Gut. Nee. Ich glaube, es kommt aus der Tiermedizin. Viele Tiere benutzen ja Teile ihres Körpers als Werkzeug, wie zum Beispiel die Zähne zum Zerkleinern von Nahrung. Und wenn eines dieser wichtigen Körperteile kaputt ist, spricht der Tierarzt von einer Werkzeugstörung. Welches Körperteil? Das sind die... Die Scheren. Genau. Ach so. Das ist aber nicht schlecht, Kinder. Vergessene Instrumente nach Operationen. Hammer. Vielleicht sagt der Mediziner, wenn er so ein altes Kapell doch vergessen hat. Das wird wieder, wir haben so eine Werkzeugstörung. Zu der Patientin, tut mir jetzt sehr leid, wir haben sowas von einem Skalpell in ihrem Uterus vergessen. Es handelt sich um eine Werkzeugstörung. Obwohl es doch eigentlich mehr eine Organstörung ist, die dann vorgenommen wurde. Ja. Aber sind wir in der Medizin? Geht es um Gegenstände, die man zum Beispiel auch bei gewissen Sexualpraktiken verlieren könnte? Wieso guckst du mich denn dabei an? Also bitte. Wollen Sie ein erstes Ja, zweiteres Nein? Aber Medizin, ja, Medizin. Werkzeugstörung. Aha, spricht der... Der Mediziner spricht aber jetzt nicht bei der Werkzeugstörung vom menschlichen Körper, sondern in der Tat von seinen Instrumenten, wenn die gestört sind. Meinen Sie? Frage ich Sie. Soll ich antworten? Ja, bitte. Muss ich antworten? Können wir eine kurze Pause machen, weil ich gerade über das Skalpell im Uterus noch... Ich finde sowas ja nicht, wenn man dann sagt, wir haben alle Werkzeuge zusammen. Also es geht nicht um die Instrumente. Es geht nicht um die Instrumente. Es geht um den menschlichen Körper. Es geht um etwas, was eine Diagnose vielleicht auch ist von einem Arzt. Ich glaube, es geht um den Körper selber. Wenn was der Körper wir als Werkzeug eine Werkzeugstörung haben, was ist eine Werkzeugstörung? Zum Beispiel müssen Sie wir hatten ja schon mal bei der Parkinson'schen Krankheit diese Zahnradsituation. Also vielleicht ist eine Werkzeugstörung etwas Motorisches oder etwas im Nervensystem. Werkzeugstörung, wenn es eben einfach nicht mehr läuft wie geschmiert. Also, ja, oder, oder wenn man etwas nicht mehr tun kann, was man als Werkzeug benutzen könnte. Zum Beispiel schlagen oder schrauben oder drehen. Also es hat etwas mit Motorik zu tun. Wir sind in der richtigen Richtung. Vielleicht so ein Tennis, absolut in der richtigen Richtung. Vielleicht so ein Tennisarm für Handwerker. Also so bestimmte... ich brauche im Prinzip einen Begriff und dann... Könnte ich es sogar... Es ist Kauwerkzeug, es ist Kiefer. Eine wem? Eine neurologische Störung. Nerven. Oder wollen Sie die Krankheit? Zusammen. Wollen Sie die Krankheit hören? Auch? Das ist... Oder die Krankheit kann man dazu nicht sagen. Nicht. Also es kann jeden von uns befallen. Kann, ja. Vielleicht ist es einfach Linkshändrigkeit. Nein! Werkzeug. Aber eine Werkzeugstörung ist vielleicht etwas in der Hand. Also eine Versteifung... Oder Rheuma? Rheuma eher nicht. Muskel, also Frau von Sinn hat ja auch praktisch schon die richtige Erklärung geliefert, dass man einiges nicht mehr machen kann. Was haben Sie gesagt? Und Sie wollen jetzt von uns wissen, wo das im Körper... Nee, was will ich nicht. Ich will was wissen, hast du denn gesagt, was warum? Man nicht mehr machen kann? Naja, ich will wissen, gesagt, warum. Also, dass man eben bestimmte motorische Dinge nicht mehr tun kann, wie Schrauben oder Schlagen. Wie ist das, wenn man das wichtigste bei der Geburt, Werkzeug... Das Kind, wenn das Kind zur Welt kommt. Nein. Nicht. Es gibt doch den Pinzettengriff, so als erstes Ding. Vielleicht ist das, wenn man irgendwie das nicht mehr machen kann. Nein. So als Zugreifen. Es geht ja um Werkzeug. Ja, ja, ein Werkzeug. Oder ist das, wenn man mit dem Hämmerchen aufs Knie haut? Nein. Was ich gut finde. Das für die Werkzeugstörung. Durch Schock zum Beispiel, durch Schockeinwirkungen kann man bestimmte Dinge nicht mehr tun. Zum Beispiel? Wenn dann der Blitz trifft.
Bandscheibenvorfall? Dann kann man vieles nicht mehr tun. Ist es, hat es mit dem Rückenproblem, Wirbelsäule zu tun? Schock war gut. Schock war ja gar nicht recht. Ach, Schock war gut? Schock war gut. Was kann man nicht mehr tun, wenn man einen Schock hat? Schock ist auch nicht so doll. Trauma? Geht es um ein Trauma? Ein Schleudertrauma? Durchblutung. Irgendwas, wenn das Blut nicht mehr... Also, geht doch erstmal wieder zurück, da wo ihr wart, was ihr als Werkzeug bezeichnet habt. Das möchte ich nochmal geklärt haben, damit wir nachher keine Probleme kriegen. Vielleicht ist es, man sagt auch, wenn man bestimmte Medikamente genommen hat, darf man keine Fahrzeuge und vielleicht große Werkzeuge führen, wie zum Beispiel eine Kettensäge. Auch wenn es dann besonders viel Spaß macht. Nee, als Werkzeuge haben wir jetzt mal, also hier in der Orga-Gruppe haben wir bezeichnet, wir haben Hände, Füße, also Extremitäten und ich am Anfang noch, ne, aber das war es ja nicht. Ja. Und ja, so Finger und solche Richtig. Sachen. Richtig, damit bin ich einverstanden. So. Also, was genau wollen Sie jetzt noch von uns? Ich möchte wissen, was eine Werkzeugstörung ist. Vielleicht eine Durchblutungsstörung in den äußeren Extremitäten. Wenn man die Hände es nicht... Es ging doch um Hände und Füße. Keine Versteifung der Hände und der Arme. Keine Versteifung. Bitte? Keine Versteifung. Eine Aufweichung. Eine Gefühllosigkeit. Eine vorübergehende Lähmung durch einen Schock. Weil man deswegen dann nicht durch einen Schock. Durch egal was. Durch, ein, durch eine Muskelübersäuerung. Nee. Durch vorübergehende Lähmung. Schlaganfall. Was? Was? Schlaganfall. Ja. Richtig. Ja. Michaela, das muss ich leider so gelten lassen. Ja, Schildkröte also, und Schlaganfall, du bist sowas von vorne heute. Also jeder Mensch hat elementare Bewegungsabläufe des täglichen Lebens im Kopf. Also zum Beispiel, wenn man eine Flasche aufmacht, denkt man nicht mehr drüber nach. Man macht sie automatisch auf. Das sind diese Sachen, die man kann. So, und wenn man jetzt einen Schlaganfall erlitten hat, dann wird die entsprechende Region des Gehirns eben durch diesen Schlaganfall in Mitleidenschaft gezogen und der Patient schafft es zum Beispiel nicht mehr, die Flasche zu öffnen. Er verliert also die Fähigkeit, mit Werkzeugen seinen eigenen Händen umzugehen und der Neurologe spricht dann von einer sogenannten Werkzeugstörung. Richtig beantwortet, Michaela? Es tut mir leid, ich hätte es Ihnen ja gegönnt, aber ich habe ja schon am Anfang, als ich die gesehen habe, habe ich schon gedacht, au, weia heute, au. Und Sie können auch mehrere einschicken, also wenn Sie 40.000, 50.000 Euro brauchen, schicken Sie so um die 3, 4 Millionen Franken. Vielleicht haben Sie Glück. Matthias Lotz wohnt in Altenholz, das liegt in Schleswig-Holstein. Und Matthias möchte wissen, was ist eine schwarze Ecke? Eine schwarze Ecke? Ja. Das ist in Raucherwohnungen oben links. An dieser Stelle mal den Kölnern sagen, wir suchen eine neue Wohnung, ich habe keinen Bock mehr zu renovieren. Also, schwarze Ecke. Schwarze Ecke. Könnte ein Insekt sein? Könnte ein Insekt sein? Ist es ein Insekt? Fliegt es, läuft es, krabbelt es? Eine schwarze Ecke, würde ich sagen, kann fliegen, weil die Ecken sind halt die Flügelchen. Es ist etwas, was kriechen und fliegen kann. Gibt ja auch eine schwarze Witwe. Zum Beispiel. Ne? Ist aber kein Insekt. Das ist eine Figur beim Fußball, wenn jemand einen Eckstoß macht mit den verbundenen Augen. Dann ist das eine berühmte schwarze Ecke, die wird nur gegeben, wenn es also vorher ganz, ganz schlimm war. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ist aber interessant, wenn man es mal sieht, ist es auffällig. Vielleicht auch, wenn einer Eckball spielt, ohne ihn anzugeben beim Finanzamt oder so. Ja, zum Beispiel auch. Steuerlich. Das kommt aus der Pädagogik. Und zwar, wenn für die Supernanny die stille Ecke nicht mehr reicht, kommt das Kind in den Kohlen. Bernhard ganz recht, das ist die Ecke, wo Muschi Stoiber ihren Mann parkt, wenn er wieder aufsässig war. Dann kommt er schnell in die schwarze Ecke. Die schwarze Ecke ist eine Kneipe in Berlin für Schornsteinfeger. Und es gibt auch schwarze Löcher. Ja. Ja. Und das sind schwarze Ecken, um die man nicht rumgucken kann. Genau. Ein toter Winkel sozusagen. Die schwarze Ecke ist das Schwesterchen vom toten Winkel. Ja. Und die Mama ist das. Hat der tote Winkel auch ein Brüderchen? Am End? Na, das ist stimmt, das ist im All. Das ist ein schwarzes Loch im All. Da hat jemand gesagt, guck mal, wir haben eine schwarze Ecke entdeckt. Im All. Ja. Schön, ja. Falsch. Die schwarze Ecke kommt einfach aus dem Schach. Und zwar ist das der Turm, der steht in der schwarzen Ecke. Schwarze Felder, weiße Felder,
Sie sind an der Reihe, Herr Balder. Der steht auf dem schwarzen Feld. Ja, aber weil das in der Ecke ist, sagt man schwarze Ecke. Nur weil Sie das nicht wissen, Herr Balder, muss das ja nicht Quatsch sein. Ist das etwas zum Essen? Eine könnte ein lustiges Gebäck sein, in Schokolade getaucht. Es gibt ja so viele eckförmige Nussecken. Aus Schwaben vielleicht? Ja, oder nee, die Mutter macht die doch so lecker, die Nussecken. Ja, die macht doch keine schwarzen Ecken, die macht doch Nussecken. Ja, die macht Nussecken. Und wenn sie die Nussecken aber ganz in Schokolade eintaucht, dann sind das schwarze Ecken. Und nee, das Schwaben schickt, dann braune Ecken. Schwarze Ecken. Ja, oder der Arbeitstitel für Rittersport. Also das hieß früher schwarze Ecke, bevor das dann den anderen Titel hatte. Nee. Nein. Nee. Schwarze Gebäck Ecke. Wäre aber schön. Es kommt aus dem Bergbau. Und zwar, wenn, wenn ein großer Gang gegraben wurde und man merkt, man ist irgendwie so 15 cm über dem Flöz, dann sieht man nur so eine kleine schwarze Ecke von dem eigentlichen Kohlevorkommen. Und das ist eine schwarze Ecke, ein großes Problem, sehr teuer, Herr Balder. Reißt die Industrie in den Abgrund. Entspricht eventuell die schwarze Ecke dem Bermuda-Dreieck und die schwarze Ecke befindet sich in der Waschmaschine, wo immer diese eine Socken verschwindet? Können Sie das sagen? Geografisch. Ja. Geografisch gesehen. Früher sagte man ja politisch völlig unkorrekt, sagte man Schwarzafrika. So. Genau. Und Afrika hat diese Ecke. Und das war damals, als man noch von Schwarzafrika sprach, diese Ecke. Afrika. So. Also sind wir in der Geografie? Ja. Ja? Naja, gut. Naja, gut. Geografie ist gut. Da macht mal weiter oder im Sinne von ganz weit weg? Macht mal weiter, wir sind ganz weit weg. Es ist aber auch kein Kinderbuchtitel von Enid Blyton. Es ist nicht das berühmte Buch Fünf Freunde und die schwarze Ecke. Ich hätte es auch sagen können. Ich werde es euch sagen. Ihr werdet aber nicht bevor ich noch mal Kaninchenzucht in die Runde geworfen habe. Bitte gerne. Dann werfen Sie mal. Ja, schwarze Ecke. Das kann doch was in der Zeichnung eines Fells sein, was bestimmt eine bestimmte Rasse auszeichnet und identifiziert als eine... So. Ich weiß ja, dass von Ihnen jedes Mal Kaninchenzucht kommt, aber ich muss Sie leider enttäuschen. Das war auch nicht die Ostberliner Bezeichnung für Darkroom, Herr Ball. Nein, gut. Ich sage es euch, ihr wisst es nicht. Es ist ein Fachbegriff aus der Gastronomie. Schwarze Ecke wird der Platz genannt, an dem in Restaurant, Hotel und Kantinenküchen Töpfe und Pfannen gespült werden. Warum? Schwarze Ecke, weil früher die dunklen, gusseisernen Pfannen und Kessel vom schwarzen Ruß des Feuers gereinigt werden mussten. Heute noch sagt man, geh in die schwarze Ecke und spül das ganze Zeug weg. Matthias Lotz, 500 Euro. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Ich habe hier mein Theater und sehr leise. Wir kommen mal zu Roswitha Jakobczewicz. Und Roswitha kommt aus Frankfurt am Main. Roswitha, Hallöchen. Da war ich im Kindergarten. Da läuft was. Och. Guck mal, wie er Hallöchen gemacht hat. Da läuft was, ihr Lieben. Also. Hallöchen, ja, Herr Balder. Ich drücke Ihnen mal den Daumen. Da. Noch ein bisschen subtiler, Herr Balder. Was drücken Sie denn sonst noch? Roswitha. Ja. Da bin ich zum Nachrichten übertragen gerade. Roswitha, wir machen das schon. Also, pass auf, Roswitha. Jetzt kommst. Roswitha möchte wissen, was ist der Rotkäppchen-Service? Das ist ich bin wieder bei Ostberlin, weil ich ja da wohne. Das ist ein Animierbar im Osten, weil da gab es eine Rotkäppchen-Sekt. Und wenn dann kam der Rotkäppchen-Service, die müssen zwei Flaschen trinken und dann tanzt die Susi. Das ist der Rotkäppchen-Service. Ja, habe ich auch gedacht am Anfang. Der Rotkäppchen-Service. Ich glaube eher, dass das was aus Altenheim ist. Ja. Das ist, wenn ältere Damen, also Großmütter, mit Kuchen, Wein und sonstigen Leckereien beliefert werden, weil sie so allein sind und dann kommt der Wolf und frisst die auf. Das ist ein lustiger, lustiger Ausdruck in einer Streichhölzerfabrik. Das sagen die Mitarbeiter der Streichhölzerfabrik, wenn das Hölzchen sich in diese kleinen Schwefelflüssigkeit tunkt und jedes Hölzchen dieses rote Köpfchen kriegt. Es gibt aber auch Hölzchen mit blauen Köpfchen. Nein. Das ist der Schlumpf. Der Schlumpfservice. Aber warum heißt es dann Service? Ja, das ich glaube, es kommt aus der Medizin. Wenn Kinder auf die Welt kommen und fangen an zu schreien, haben sie einen dicken roten Kopf. Und der Wolf, dem wurde ja der Bauch aufgeschnitten, da kam das Rotkäppchen raus. Vielleicht ist das eine Umschreibung für den Spezialisten für Kaiserschnitte in einem... Bei Wölfen? Im Zoo. Bei Tieren. Das ist so, dass mit Therapeuten drüber gesprochen. Vielleicht ist das ich habe ein Kind bekommen, ich habe den Rotkäppchen.
Also nur. Wie war denn die Geburt? Ich habe einen Rotkäppchen-Service gemacht. Ja. War easy. Ja, vor allem die Trache. Stell dir bitte vor, du hast einen Rotkäppchen-Service gehabt. Kind raus, Pflastersteine rein. Natürlich. Ist es einfach ein Bringdienst, der sich lustigerweise so nennt und ist zuständig für Brot und Kuchen? Ja, überhaupt nicht. Wie ist das denn bei Rotkäppchen und wo ich gerade meinen Kollegen Herrn Bach betrachte? Vielleicht gibt es auch bestimmte Berufsgruppen, die rote Käppchen tragen, Herr Balder. Und wie zum Beispiel der DHL-Service oder irgendwie sowas. Die haben ja so komische rote Kappen auf. Ich glaube, das ist falsch. Der Wart. Ach, der Ansatz ist gar eben. Nicht mal so. Wir sind bei einer Wasserballmannschaft, der Nationalmannschaft, die und irgendeines Landes, die haben diese roten Badekappen mit ihren Nümmerchen drauf. Und der Rotkäppchen-Service ist dieser Wart, der nicht Platzwart, aber. Der Wasserwart. Der Spindwart, der Klamottenwart, ja. Der als Rotkäppchen-Service den Schwimmern und Spielern. Das Wasser bringt. Nein, das Wasser die reicht. Roten Badekäppchen. Sie können mir mal das Wasser reichen. Die roten Badekäppchen so. Zurechtlegen. Ah ja. Wir waren richtig bei einer Berufsgruppe mit roten Kappen auf dem Kopf. Ich habe nicht gesagt richtig, ich habe gesagt, könnte entfernt. Vielleicht eine Fluggesellschaft. Ja, zum Beispiel Lauda Air, weil Niki Lauda hat ja immer eine rote, der hat ja immer eine rote Kappe auf. Und vielleicht ist das Kinderparadies bei Lauda Air. Es hat aber was, in der Tat, Ferrari, es ja, hat was mit Ferrari zu tun. Es hat was mit Fluggesellschaft. Oh. Wenn es eine Fluggesellschaft ist mit Stewardessen mit roten Käppchen und die geben natürlich was zu trinken aus und auch was zu essen, dann ist das doch ein eindeutiger Rotkäppchen-Server. Ja. Nein, das wäre schön, wenn es so wäre. Nein, das war Warum früher. Warum denn nicht, Herr Walter? Das war früher. Wisst ihr noch, ihr lieben Flieger, als es früher bei Lufthansa, bevor es nichts mehr gab, wie heute, da gab es am Flughafen diese Körbchen, wo alles drin war. Bananen und Süßigkeiten. Man packte sich immer so Pakete. Und wer hatte die roten Käppchen auch? Nein, und das ist dann ein Korb wie bei Rotkäppchen, wo man die Sachen rein darf. Und das nennt man Rotkäppchen. Der Rotkäppchen-Service ist auf Flughäfen oder bei Fluggesellschaften die für die Ernährung im Flugzeug zuständige Abteilung. Die wird intern als Rotkäppchen-Service bezeichnet. Wo arbeitest du? Im Rotkäppchen-Service. Wer bezeichnet die so? Die Kollegen. Welche? Die im Flugzeug drin sind. Warum? Ja, weil die immer zu spät kommen. Ach so. Davon ist das alles, was man in einem Korb im Flieger reicht. Ein Ausdruck unter Luftstewardessen und Saftschubsen. Dass man immer, wenn man... Ja, mit den Erfrischungstüchern und alles, was du so im Korb reichst. Das ist, hast du auch wieder Rotkäppchen-Service? Nein. Aber Fliegen ist es. Das sind es die, hat damit die was zu tun. Das sind die, die betanken. Die haben auch so ein Käppchen auf. Ach, die... Mit dem Tankwagen. Na, das heißt eher dann... Rote Käppchen, die man... Die Kellenwinker. Die Kellenwinker. Die Kellenwinker. Doch, ich habe vorher gesagt, nicht winken. Der Publikum. Also, ihr Lieben, pass mal auf. Ich werde es euch mal sagen, ihr seid nah dran, aber ihr wisst es nicht. Und wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr auch nicht drauf kommen. Also... Rotkäppchen-Service heißt das Betreuungsprogramm der Lufthansa für alleinreisende Kinder. Warum? Diesen Service gibt es seit 1968 und die Kinderbetreuerin der Lufthansa trugen damals rote Kappen. Daher Rotkäppchen-Service. 1978 wurden die roten Kappen abgeschafft, also farblich nicht mehr zu den neuen Uniformen passten. Heute tragen die Rotkäppchen der Lufthansa einen roten Blechbutton. Am Revers. Also wenn wir heute eine Stewardess sehen, die so einen Blechbutton hat, dann sind das die, die sich um alleinreisende Kinder kümmern. Rotkäppchen-Service, Lufthansa, Roswitha Jakobczewicz aus Frankfurt am Main, 500 Euro. So, dann gehen wir mal nach Lauf an der Pegnitz. Das liegt in Bayern. Dort wohnt Carola Rösler. Und Carola Rösler möchte wissen, was ist eine ledige Nadel? Eine ledige Nadel? Ja. Die ist ohne Faden ist natürlich, was sonst? Die ist ohne Faden, richtig. Nein, das ist eine Nadel ohne Loch. Es gibt ja verschiedene... Die ist ohne Faden. Die ist ohne Faden. Die hat ein Loch, aber ohne Faden. Ja, richtig. Bernhard, Loch, das war's? Faden. Nee, das war's nicht. Ich möchte schon ein bisschen mehr wissen. Also, spricht der Sanitäter oder der Mediziner von einer ledigen Nadel, also eine Spritze, die Nadel, die unbenutzt ist? Der Mediziner, welcher Mediziner? Ja, zum Beispiel... Der Anästhesist. Die hat einen Faden. Ich denke, die hat einen Faden. Oder der Zahnarzt vielleicht. Aber hatten Sie eben gesagt, die hatten Farben? Hab ich nicht gesagt. Aber die hatten ein Loch. Ein Loch. Ja, die hatten ein Loch, dann ist es also keine Nadel auf einer Spritze. Nein.
Also, Mediziner, ist ja korrekt. Welcher Mediziner? Ein Chirurg. Der ist ja fürs Zunähen zuständig. Ein Chirurg spricht von einer ledigen Nadel. Ich möchte wissen, was das ist. Eine ledige Nadel ist eine Nadel, wo man nicht genau weiß, was mit der... Nein, die ist noch eingeschweißt und hygienisch rein. Steril und einsam. Aber mit Loch. Aber mit, also, da halt ich wir mich waren jetzt ja schon so weit, ledige Nadel, kein Faden dran, aber ein Loch. Das reicht mir aber noch nicht. Vielleicht gibt es manche Krankenhäuser da unten in Bayern, da werden die Wunden nicht zugenäht, sondern zugestrickt. Und dafür braucht man... Ja, man braucht zwei Nadeln. Man braucht zwei Nadeln. Man braucht zwei Nadeln. Eine Nadel ist ja eine sogenannte dann unverheiratete Nadel. Also etwas, was alleine ist, was es vielleicht auch als Paar oder zu zweit gibt. Also wenn es eine ledige Nadel gibt und Sie sagen, es ist etwas, also eine unverheiratete Nadel, dann müsste es ja auch eine verheiratete Nadel geben. Ne? Gibt's auch. Ja, eben. Vielleicht ist das eine Nadel, die an beiden Enden eine Spitze hat. Nee. Also mit der ledigen Nadel wird nicht genäht. Vielleicht bezeichnet das, es ist eine bestimmte Form der Nadel beim Nähen von, wie sieht überhaupt so eine Nadel aus, mit der Wunden zugenäht werden? Ich guck da nicht hin. Ganz normal. Ganz normal. Herr Balder, es gibt so viele Nadelformen, die gibt's groß, die gibt's dick, mit großen Löchern, kleine Löcher. Es gibt die mit dem Kopf oben drauf, in Rot, in Gelb, in Grün, in Blau, in Lila, Orange. Das führt uns jetzt nicht weiter. Nein, nee. Aber nochmal, wenn ich es glaube, die ledige... Ich glaube, ich fühle nicht mehr weiter. Doch, wenn es die ledige, okay, wenn es die verheiratete auch, aber die verheiratete Nadel gibt es auch. Das ist die mit dem Faden zusammen dann. Ja, wie sieht denn so eine... Sag mir doch mal, wie das Gegenteil von einer ledigen Nadel aussehen könnte. Wie könnte denn das Gegenteil aussehen? Ja, also so eine Zweiernadel, so eine doppelte Nadel. Also nee. Eine Nadel mit Faden ist eine verheiratete Nadel, weil sie führt den Faden. So könnte man das sehen. Oder eine Nadel mit einem Ring. Drum. Warum? Ist verheiratet. Ach so. Ah! Jetzt hab ich. Eine ledige Nadel. Ja, das ist doch gut mit verheiratet und Ring. Eine ledige Nadel ist eine Nadel, die man noch benutzen kann und weil die noch gut sticht. Während eine verheiratete Nadel schon abgenutzt ist. Wie im täglichen Leben, mein Lieber. Nein. Also, ein letzter Versuch. Die Verheirateten sind halt zwei und der Faden verbindet die. Da wird irgendwie zu zweit genäht und mit der ledigen so eine ganz kleine Stichelnaht nur alleine so für sich hin. Das sind diese kleinen Rundnadeln. So. Nein. Ball der ledigen Nadel. Ich sag's euch. Nein. Ich sag's euch. Ihr könnt es nicht wissen. Also, es gibt zwei verschiedene Arten von Nadeln, die bei Operationen zum Einsatz kommen. Eine Nadel ohne Öse. Bei ihr ist der Faden fest mit der Nadel verbunden. Es gibt keine Öse, sondern der Faden ist fest dran. Nadel und Faden sind gewissermaßen miteinander verheiratet. Benutzt der Chirurg dagegen eine Nadel mit Öse, aber ohne Faden, dann spricht der Chirurg von einer ledigen Nadel. Wann wird diese ledige Nadel angewandt? Dann, wenn eine Naht aufreißt und wieder vernäht werden muss. Also der Chirurg setzt eine Naht, näht zu mit einer verheirateten Nadel. Das reißt aber wieder auf. Dann ist der Faden ja schon da. Und dann nimmt er die ledige Nadel mit der Öse und näht es wieder zu. Das ist der Unterschied. Hätte ich hören müssen, habe ich nicht. Carola Rösler. Ist ja gut, ist ja gut, Herr Balder. Ja. Ja. Schön. Ist nicht schön. Nächst. Jetzt kommt was ganz Tolles. Peter Koch wohnt in Krefeld. Und Peter Koch möchte wissen, warum findet in Krefeld alle zwei Jahre ein Umzug statt, bei dem die Teilnehmer Porree und das Volk werfen? Porree. Porree sind diese langen grünen Stangen, ne? Oben so ein bisschen ausgefranst. Ja, kleine Information, Umzug findet im Krefelder Stadtteil Hülz statt und dabei werden rund 15 Zentner Porree-Stangen. Da sitzt Iglo und die haben das einfach übrig. Nee. Nee. Das ist sicher auch das, weil die einfach bescheuert sind. Ja, das haben wir auch gedacht. Da wird sich ja auch eine Porree-Prinzessin gewählt. Ne? Da ist die Porree-Prinzessin von Krefeld. Aber warum nur alle zwei Jahre? Das hat mich irritiert. Na, weil es keiner werden will jedes Jahr. Da meldet sich keiner für die Porree-Prinzessin jedes Jahr. Vor allem, wenn du ein Jahr lang mit Porree gearbeitet hast, dann stinkst du ja wie Sau. Ja, dann willst du das nicht mehr machen. Das ist eine alternative Initiative aus den 70er Jahren, grüne Gründungszeit. Und früher gab es ja den Karneval, da wurde ja Kamelle geworfen, also ganz schlecht für die Zähne, zuckerhaltig oft. Und da haben die alternativen Umweltinitiativen haben gesagt, wir brauchen eine Alternative
Form von Karneval. Wir machen das nur alle 2 Jahre, weil wir so ganz anders sind. Haben gesagt, wir werfen Porree-Stangen. Ja. Ja, das kommt. Ist vom Volk nicht angenommen worden, deswegen weiß das auch keine Sau, dass dieser Umzug stattfindet. Und wir auch nicht. Ja, das war eine alte Antikriegsdemo. Porree statt Pershing. Daher kommt das. Also es war ziemlich viel Kokolores, was Dieter erzählt hat, aber nicht alles. Es war auch was Wahres dran. Karneval? Zum Beispiel. Alternativ? Nein. Öko? Was? Öko? Nein. Zähne? Zähne? Also Porree ist zuckerfrei, Kamelle. Das war kein Scherz. Also Kamelle. Also die Alternative zu Kamelle. Nicht Alternative, aber Kamelle ergänzen. War richtig, Karneval war richtig, es war auch schon eins. Aber das war die Porree-Prinzessin auch richtig. Ja, ich glaube auch. Das ist ein Karnevalsumzug der Landwirte von Krefeld. Und die schmeißen eben Gemüse unters Volk. Der Karnevalsverein, die glücklichen Porree-Stangen. Ja, das kommt Porree-Mariechen tanzt dann. Und sie geht in den Porree-Spagat. Ganz dünne Beine hat die. Aber 2 Klumpfüße. Dann und Tomaten auf den geworfen innerhalb eines Karnevalsumzuges. Ja, so genau kann man das nicht sagen, aber ja, schon, ja, gut. Bestimmt ist wieder ein historischer Umzug, es bezieht sich auf etwas aus dem Mittelalter. Damals bei der Belagerung von Krefeld 1317 verbarrikadierten sich die treuen Bürger mit einer Wand von Porree-Stangen gegen die feindliche Armee und anlässlich dessen wird das gefeiert. Nicht 1350. Im 17. Jahrhundert. 17., ne? Der Porree-Frieden von Krefeld. Im 30-jährigen Krieg die Schweden mit Porree-Stangen erstochen. Und seitdem gibt es diesen Umzug. Nee, oder die Engländer nennen uns doch immer die Krauts. Ja. Und vielleicht nennen die Krefelder die Engländer die Porrees. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie oder wie man jetzt Porree anbaut. Aber wenn Porree, das ist doch relativ große so, Stadt. Und wenn die wachsen wie Mais oder wie irgendwas, was aus der Erde schießt, haben die sich vielleicht damals in einem Feld aus Porree verstecken können? Nee, vor haben der sie nicht. Vielleicht gab es damals, ich weiß nicht, ob damals überhaupt sowas geworfen wurde, aber vielleicht musste man damals 50% der Kamelle an den Kurfürsten oder sowas abgeben. Und dann sind die auf die Idee gekommen. Warum? Wir werfen, ja, aus Spaß. Also, okay. Und vielleicht haben die sich damals gedacht, wir werfen mal Porree, dann will er das nie wieder tun. Und das war so erfolgreich. Ist der Porree-Stab an sich in Krefeld ein altes Fruchtbarkeitssymbol? Das würde ja durchaus Sinn machen. Porree? Ja, und vielleicht ist es gar nicht statt Bonbons, sondern statt diesen Blumensträußen, die man in Köln immer wirft, diese Strüsschen, und die Leute stehen am Straßenrand und schreien, Porree! Porree! Und haben sehr schwere Drogen genommen. Natürlich. Vielleicht spielt Porree 17. auch... 17. Jahrhundert. Das war ernst gemeint, oder? Da war doch mal was. Was war denn da? Der 17. Jahrhundert, das waren 100 Jahre am Stück, das war ein unheimlich langer Zeitraum. Das jetzt zusammenzufassen, wird die Sendung Pest bringen. Und Porree war das Einzige, was geholfen hat. Das war noch früher mit der Pest. Da war noch mal eine Krefelder Pest hinterher. Da war die Ode an den Porree von... Ich sag's euch mal, wir gönnen einfach Peter die 500 Euro. Dieser Umzug, der alle 2 Jahre am Karnevalsdienstag stattfindet, erinnert an die Rettung von Hüls vor einer berittenen Räuberbande. Das Ganze geschehen im 17. Jahrhundert. Die Einwohner von Hüls mussten befürchten, dass ihre Stadt überfallen und geplündert wird von dieser Räuberbande. Da verfielen die Frauen von Hüls auf einen genialen Plan. Sie streuten nach Einbruch der Dunkelheit Porree auf das Kopfsteinpflaster. Die Pferde der Räuberbande stürzten auf dem rutschigen Untergrund.